Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game Pass and Girlfriend. Das ist, stell dich vor. Achso, ich bin Maybrit. Und meine Wenigkeit ist natürlich Jan Hugo. Wir haben letzte Woche ein Spiel im Game Pass gespielt, Lake. Mhm. Hier ist das Mikrofon. Erzähl laut und deutlich, wie es dir gefallen hat. Es hat mir richtig gut gefallen. Weil Maybrit hat das die ganze Woche komplett noch durchgespielt. Ja. Und heute hast du dir wieder ein Spiel ausgesucht aus dem Game Pass auf der Xbox und es ist Omno. Du hast schon mal ein bisschen angefangen gerade. Wie ist es? Ja, ich habe nur ganz kurz gespielt, vielleicht 10 Minuten oder so. Und also bis jetzt hat es mir ganz gut gefallen, von so wie es aussieht. Das sieht schön aus. Aber ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Steuerung und sowas. Deswegen wollte ich mal gucken, wie du dich so machst damit. Okay. Ja. Dann starten wir direkt rein ins Spiel. Okay. So, guck mal, du bist jetzt hier wieder, das ist so ein Speicherpunkt, ne? So, ich bin dieses Wesen. Du bist dieser kleine Wanderer. Okay. Und du kannst da durch die Welt laufen, auch ziemlich offen. Und was mache ich jetzt mit dem hier? Kriegst du Energien. Okay, von Fröschen? Zum Beispiel, auch von anderen Tieren. Das wird dir aber eigentlich immer angezeigt. Wenn du irgendwo hinkommst, dann... Oder es geht automatisch. Okay. Aber da wird dir immer angezeigt, welche Taste du drücken musst, damit was passieren kann. Ach so. Zum Beispiel. Und sehr minimalistisch wird das angezeigt, indem da einfach nicht die Taste X steht, sondern einfach nur die Taste links von den Vieren. Genau. Und du bist jetzt, du bist halt in so einer fremden Welt, die du jetzt entdecken kannst. Mit Riesenschildkröten. Die sind so süß. Die gehen gleich die gerne rein. Pass auf. Tschupp. Und jetzt machst du da wieder und dann kriegst du auch Energie. Aber was muss ich hier machen in dieser Welt? Pass auf. Ich passe jetzt voll auf. Ich kann auf. Dir sagen, wo ich dran gescheitert bin. Guck mal, Hallöchen, worum geht es hier im Spiel, fragt Mrs. Metzler. Ja. Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Also, du bist ein kleiner Wanderer und du entdeckst die Welt. Die ist hier fremd. Und du bist so auf der Reise und du kriegst zwischendurch auch manchmal so kleine, da kommen so kleine so Texte von einem Wanderer, der vor dir da auch schon mal lang gegangen ist und immer so kleine Hinweise, was denn passiert ist. Guck mal, Aggressionsmanagement. Weil ich den genervt habe, den Stein. Hast du mir zugehört? Ja, ich bin ein Wanderer in einer fremden Welt und dann hatte ich diesen Stein penetriert, Entschuldigung. Und dann gibt es immer so zwischendurch so kleine so Textbausteine bekommst du. So Notizen von irgendeinem Wanderer, der vor dir in der Welt war. Mhm. Und du erfährst ein bisschen, was der erlebt hat, sozusagen. Aber ich habe es auch erst 10 Minuten gespielt. Ich weiß es natürlich auch nicht so genau. Aber jetzt kann ich dir sagen, wo ich vorhin war und was ich noch nicht geschafft habe. Jetzt musst du da rechts rüber, da war ich auch schon drüber, über die Schildkröten drüber springen, aber schnell, weil die gehen unter und dann... Und okay, jetzt bist Verstehe. Du, genau. The floor is lava. Richtig. Okay. Gut, so. Also über diese Schildkröten, worüber? Darüber? Dahin, oder? Wo dieser Punkt ist. Da musst du erstmal hin. Okay. Geradeaus. Da einfach schnell. Hops, hops. Genau. Ja, genau. Oh, der hält. Okay, haben wir das. Das habe ich auch geschafft noch. Jetzt musst du das aktivieren. Aktivieren? Oh, der Controller wackelt. Jetzt kommen die hoch. Und das habe ich nicht mehr geschafft, darüber zu springen. Bleiben die oben? Ich habe es auch nur zweimal probiert. Nee, weiß ich nicht. Also die bleiben oben. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Okay. Probier es mal. Du kriegst es bestimmt hin. Ja, siehst du? Okay, ich verstehe. Ja. Oh, was ist da noch? Muss ich vielleicht... Es ist auch wieder so entspannt. Das sind deine Spiele, ja, so, die voll. So ein bisschen ruhiger sind. Ja. Aber das ist schon... Aber das ist halt schon wieder so... Ach, das regt mich dann schon wieder auf. Das macht mich nicht entspannt dann am Ende. So. Juhu! Wow. Also, so wie ich das verstanden habe... Du willst es hin, du musst da hinten hin, ja. Hingehen. So wie ich das verstanden habe, muss man dieses große Tor da oben aktivieren, oder? Das Und kann sein. Hier sind ja... Wenn man das mal gerade ausguckt, da sind so verschiedene Symbolkästen noch und die. Ja, vor allem da ist da noch so eine Treppe, da kommt man auch noch gar nicht dran. Die muss man irgendwie noch. Da muss man irgendwas noch schaffen, damit man da hinkommt, weißt du? Eigentlich ein cooles Game zum Entspannen. Ja, das finde ich auch. Das sind die halt, ne? Diese Indie-Spiele, die sind immer so zum Entspannen. Aber dafür finde ich dann das hier schon manchmal ein bisschen tricky, dafür, dass man sich eigentlich entspannt, weißt du? Also das, ja, weil die Sprungtechnik ein bisschen... Ja, das regt einen dann halt auf und das ist dann halt nicht entspannt. Du musst da bestimmt an der Seite, oder? Den rechten da. Da ist ja so ein ganz klein... Oder so, genau, einfach Aber auf den komm großen. Aber wie komme ich da hoch? Ja, kannst dich doch so hochhangeln bestimmt. Höp, ja. Hui. Ja, siehst du, geht doch. So unentspannt ist das jetzt auch nicht. Jetzt hast du drei freigeschaltet, jetzt hast du schon die Map geklärt. Oh, es passiert was. Dieses große Stargate da oben, da musst du hin. Ab zum Exit. Jetzt aber schnell. Warum das denn? Die Strahlung kommt. Darum geht's nämlich. Nicht schnell sein müssen. Einfach richtig schön chillig hier. Einfach richtig schön chillig.
nicht schnell sein. Ja, das hasse ich nämlich bei Spielen. Ich mach mal mit dem Bürostuhl schon mal diesen Haken raus, dass ich mich nach hinten lehnen kann. Einfach entspannen. Jetzt kommen die Rätsel. Jetzt kommt die Zelda-Komponente. Ups. Natürlich auf die andere Seite. Und ich nehme. Cool, das meinte ich, genau, das meinte ich mit Zelda-Komponente, ja. Kannst du es ewig aufmachen oder musst du deine Energie wieder aufladen? Nee, das geht, glaube ich, immer. Ja, perfekt. Und jetzt hier hoch, ne? Jupp. Oder auch nicht. Oh, ich dachte. Was ist denn das hier? Hier fehlt doch auch noch irgendwas. Hier ist noch kein Licht. Wir kommen dann auch von da nicht. Ah doch, kommen wir. Ich sehe es gerade. Wegen dem Stein. Ja, ja, klar, ja, logisch. Genau. Ich glaube nicht, dass das einfach nur ja, wir haben die Lösung, wir haben die Lösung. Sehr gut. So, von hier. Mhm. Hä? Ah, sehr gut. So. Genau, und jetzt so. Aktivieren. Hä, ich habe das magische Licht. Okay. Okay, was machst du denn? Oh, wow. Schön. Musst du vielleicht da das aktivieren dann? Ja, yep. Gute Idee, Britti. Ich gehe rüber wie die olympische Fackel. Ja, aber echt. Und? So, genau. Oh sehr gut. Und jetzt machst du den Klotz da wieder hin. Oh, das ist doch toll, oder? Ich mag sowas. Vor allem, jetzt sind wir gemeinsam auf die Lösung gekommen sogar. Ein schnelles Erfolgserlebnis. Und dieser, boom, dieser Move ist auch mächtig. Darf ich durchgehen? Na klar, darfst du da durchgehen. Ich hab dich bis auf den Klotz gebracht. Den Rest des Weges, den musst du alleine schaffen. Oh, ich verlasse Aquipil. Bitte, ich will mal sehen, was noch gibt. Speicherpunkt. Boom. Okay. Oh. Die Erlösung. Oh. Wow. Ist das schön, oder? Jedes Spiel, Maybrit. Wow. gestern vor allem, letzte Woche auch schon bei dem Brief austragen. Wow. Aber das ist doch wirklich schön. Wo bist du jetzt? Das weiß ich auch nicht. Oh. Hallo? Oh. Deine Freundin fühlt voll mit. Ja, du bist da immer sehr, sehr drinne dann, intuit, wenn es dich irgendwie. Wenn du so ein Spiel dann erstmal anfängst, ja. Das gecatcht hat, dann ja. Ich finde das irgendwie schön. Dafür sind Spiele gemacht. Oh, ich finde den auch so süß, ne? Guck mal den Kleinen an. Oh. Sieht aus wie eine Zwiebel. Eine Wanderzwiebel. Ja. Wegen dem Wanderstab. Ja, ist ja der Wanderer, der heißt ja so. Die Wanderzwiebel. Auf geht's, herrlich. Durch den Garten. Ja, schön, oder? Was ist denn das? Gurken. Kann man hier was machen? La, 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 la. Ich mag den Look, aber... Ja. Also klar, der ist ein bisschen einfach, schlicht gehalten, ja. So, aber trotzdem irgendwie fantasievoll auch, ne? Auch die kleinen Tierchen immer. Oh. Oh, okay, es wird noch ein bisschen größer, okay, wow. Die erste Map war wirklich klein dagegen. Die Vögel. Agnea-Plateau, okay. Wenn du jetzt oben drückst, Y, was passiert dann? 0%. Ah, da okay. Das ist die Karte, ich verstehe. Ja. Das ist die. Ah, die Map zeigt er so an. Ja. Magic Cube. Nenne ich ihn einfach mal. Mhm. Jetzt wird's wild hier. Dash. Hau was? Rein. RB. Wo ist er? Naja, hier wo? Oben? Mhm. What? Oh. Du hast ein Ult bekommen. Oh Gott, ich bin komplett verwirrt gerade gewesen hier, bitteschön. Jetzt verstehe ich, guck mal, so springen und dashen. Ja, cool. Nur zweit gedasht, leider. Aber ja. Oder kann ich auch einfach hier so komplett rüber dashen? Ah. Ja, natürlich. Ach, cool. Jetzt oh, jetzt wird's interessant mit dem Dashen. Jetzt für dich wird's jetzt spannend, für mich wird's jetzt zu viel. Jetzt kann man hier richtig komplett durch das Spiel dashen. Nur wer das Licht findet, wird Freiheit finden. Nur. Wer wird das Licht finden? Onion Head. Let's go, wir holen uns das Licht. Dash. Oha, jetzt kann man sich richtig gut rumbewegen. Omno. Eine Einzelspieler-Entdeckungsreise durch eine alte Welt der Wunder voller Rätsel, Geheimnisse und Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Wo die Macht einer verlorenen Zivilisation dich durch Wälder, Wüsten und Tundren führt, sogar zu den Wolken. Aufgeladen mit Energiestrahl. 1 von 3 insgesamt. Links, guck, da sind die. Da ist jetzt der nächste. Ist auch noch. Oh, da ist auch hier fährt was hoch. Boah, siehst du mal. Hier kommt der Aufzug nach oben. Fangen wir doch an mit der kleinsten Plattform. Hep, okay.
Okay. Ah, jeder Schritt, den ich mache, verändert die Höhe der Plattform. Oh no. Oder vielleicht erst zu der. Ja, vielleicht erst zu der. Die war zu hoch, glaube ich. Stimmt. Dann probieren wir mal die. Ja, mit. Nee, ich. Warte mal. Sie können ja gucken, wie hoch die gehen. Ja, es muss. Mhm. Es muss die sein mit einem Dash, weil die, es geht richtig hoch. Ja. Man muss vorher gucken, welche man dann als nächstes nimmt, sonst haben wir keine Ahnung. Also da, dann die hier. Oder? Ja. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist die letzte, die hier. Okay. Dann wahrscheinlich auf die und dann auf die hier und dann auf die. Okay. Also immer im Kreis quasi, immer von links nach rechts. Von rechts, also so von der jetzt nach links und dann wieder da. Aber wahrscheinlich mit einem Dash, oder? Ich würde auch sagen. Ja. Yep. Fährt man den Dash ja auch. Yep. Jetzt und darüber, jetzt, ne? Darüber. Yep. Oh, mit festhalten und jetzt hier darüber. Rüber. Nice. Doch nicht so schwer, die Rätsel. Geil. Na, siehst du? Schon ein Erfolgserlebnis mehr. So haben wir das. Gern. Da ist unser nächstes Licht. Scheiße. Wahrscheinlich. Wir lernen hier ja gerade dashen. Also kann man so um die Ecke dashen? Nee, eigentlich auch nicht. Der dasht ja mal, musst du schräg. Oha, aber. Probier's mal. Yes! Sehr gut! Ich bin begeistert, dass das beim ersten Mal funktioniert hat. Ja, ich auch, aber was mache ich jetzt? Vorsicht, nicht wieder runterfallen. Wahrscheinlich gehen wir einmal vorsichtig rum. Wir müssen uns einen Überblick verschaffen. Naja, so, komm. So groß ist. Also, so schmal ist der Vorsprung auch. Bin ich darüber gedasht? Aber ob du. Von hier oder ob du noch ein bisschen weiter an die Ecke, also genau, ob du nicht da, ich würde mich da mal hinstellen. Mhm. Du hast richtig Angst runterzufallen, oder? Ja, weil ich dann alles nochmal machen muss. Alles oder einfach nur nochmal da hochklettern? Aber reicht das? Probier's aus. Hoch und dann dashen. Aber auch nach vorne, ne? Springen, dashen, yes. Juhu! Da ist das Licht! Yay! Jetzt darfst du natürlich auch wieder weiterspielen. Oh, ein Drache. Oh, zwei Drachen. Wie süß. What? Was ist denn jetzt los? Hallo. Wie süß. Hallo. Wie so ein Haustier. Ja. Oh. Nessie. Ich kann jetzt auf Nessie aufsteigen. Oha, kannst du mit dem fliegen? Ja, so wie vorhin schon mal mit so einer Schildkröte. Ja, nice. Dann mal los. Mit der Schildkröte haben wir nicht gesehen. Das hast du oft gespielt. Das hab ich, genau. Guck mal. Steuern kannst du es aber gerade nicht, oder? Nein, das ist jetzt... Das läuft so ab. Lame. Hä, guck doch mal, wie toll das aussieht. Es ist total... Es ist Entspannung pur. Auch die Vögel so. Oh Mann, es gibt ganz viele guck von mal, diesen. Da sitzt sich drauf. Auf dem Kopf von dem. Wie klein du bist im Vergleich zu diesem riesigen Wesen. Oh. Weiter. Da ist auch der Hügel der drei Mächtigen. Guck. Siehst du das? Aktivieren. Die Sonne erstrahlt. Die Leere. Okay, cool. Das ist Schule jetzt. Unterricht beginnt gleich. Let's go. Was muss ich jetzt machen? Ich weiß nicht. Einen von diesen Zauberpilzen essen. Ein Dino mit Hirschgeweih. Oh, wow. Oh. Ist das jetzt das Neue? Das stimmt. Ist ja immer noch die gleiche Level. Das ist immer noch das gleiche Level. Malaha Plane. Naja. Was denn? Ich hätte gerne jetzt mal eine neue Welt gesehen. Oh. Bist schon, ja. Let's go. Ach, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh. Yeah, der Dash. Hep. Hep. Ja, toll. Was mache ich jetzt, wenn ich... Da musste man ja hoch jetzt, ne? Klar. Ja, verdammt. Und jetzt? Man muss nicht jeden Berg besteigen. Man muss erstmal gucken... Oh, was für eine Weisheit. Ja. Man muss was die Aufgabe nicht jeden Berg besteigen. Aber man kann, wenn man möchte, es tun. Jawohl, wir holen uns mal ein Licht hier. Let's go, wir springen jetzt darüber. Zaps! Und yes! Boom. Zwar runtergefallen, aber Licht bekommen.
Oh, der hat ein Licht versteckt. Oh nee, wir müssen hier weg. Er legt sich gleich wieder hin und dann... Quatsch. Nein. Das ist kein Spiel, was dich zerdrücken will. Los, flash mich hoch. Und Apps. Dash. Oh, dann kann man ja so einen super Dash machen, wenn man dann... Verstehe. Blüb, blüb. Eins fehlt noch. Hier, schmeiß mich hoch. Hallo. Schmeiß mich hoch. Ja. Zack. Drittes Jawohl. Licht. Yes. Und da hoch. Jawohl. Und rüber. Licht mitnehmen. Und anzünden. Juhu. Ah. Wow, der Weg zum... Aber schön, ist so ein einfacher Weg. Hm? Wieso guckt der so? Hm? Als hätte noch was vergessen. Ja, du verlässt... Kein, steht nicht mehr der Name. Du verlässt einfach nur. Oh, jawohl. Stargate aktiviert und jetzt ein drittes Level. Das Spiel sieht super süß aus, ja. Das finde ich auch. Das ist tatsächlich auch vom Spielen her echt nicht verkehrt. Oder? Ja, es ist gut. Ich bin auch so ein Lichtwesen, oder eigentlich? Ja, Onion Head. Schon. Irgendwie sowas. Onion Head of Light. Ich gebe dir den Controller. Wir sind in einer Eiswelt. Yes, endlich mal was anderes. Habe ich jetzt einen Freund? Ein Apfelfreund mit Schwanz? Apfel, ja. Apfelschwanz. Apfelschwanz. Onion Head und Apfelschwanz, die neuen Abenteuer. Level 3. Oh mein Gott, ich habe ein Haustier, einen kleinen Weggefährten. Mega. Das ist doch super, oder? Ich finde es nicht schlecht. Schau mal, wie sie sich angucken. Deswegen. Oh. Aber er ist weggeflogen. Ich dachte, er wäre jetzt mein Weggefährte. Apfelschwanz auf neuer Mission. So, also, Omno, gibt's aber PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Ah, das Switch. Kann man sich aussuchen. Aber wird wahrscheinlich auf allen Plattformen dann ein bisschen was kosten. Bei Steam auch auf Computer. Es ist ein ganz neues Spiel aus dem Jahr 2021. Und. Hier gibt es eine sehr positive Steam-Nutzer-Review von 92% in den letzten 30 Tagen. Herzlichen Glückwunsch. Kommt gut an das Spiel. Lasst euch tragen, lasst euch gleiten. Die neue Welt erwartet uns. Surfen? Wie bitte? Let's go! Drück LT! Wo ist LT? Das ist doch LT, ne? Nee, das ist LB und das LT ist der Trigger. Ja, ach, genau. Hey, das ist schon wieder viel zu viel. Oh Mann, oh Mann. Viel zu viel Knöpfe auf einen Control. Oh mein Gott, ja! Auf seinem Stab. Wow. Wow, das ist ja mega geil. Hallo. Ja. Cool. Willst du auch mal? Das ist wie Snowboarden, oder? Ja. Gibt's auch noch ein... Ah, springen kann man auch. Kann man Tricks machen? Das willst du schon wieder machen. Kann man jetzt hier trotzdem noch dashen oder ist das jetzt weg? Wir probieren jetzt noch einen Dash in der Luft. Yes! Oh, und gleich wieder auf den Stab. Oha, jetzt sind die Tricks am Start. Also, zack, Dash und wieder drauf und wow. Oh, so über so Eiszapfen. Du bist ja richtig begeistert. Ja, komplett. Hä, findest du das nicht total toll? Verstehe. Kann Geht. Man das nicht toll finden? Das sieht so schön aus. Da ist er doch. Guck mal, unser Freund. Apfelschwanz? Apfelschwanz kommt mit. Hinterher. Oh, 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 oh. Bullet Time. Wow. Slow Motion, was war's? Sehr cool aus. Slow Motion einfach da ja. runter. Entspannte, entspannte Indie-Perle, sagen die Medien hier. Adventure. Wunderschönes Wohlfühlabenteuer. Eine Mischung aus Journey und Super Mario. Mhm. Sakya Valley. Hier sind wir. Da lohnt sich der Game Pass, denn wir spielen jede Woche ein neues Game Pass-Spiel hier auf Twitch Live. Okay. Damit sich mein Abo lohnt. Mhm. Wo ist Apfelschwanz, der Bré? Ich weiß nicht, wo ist er denn? Ist weg, ne? Aber ich weiß schon, was du die Woche jetzt übermachen wirst. An der Xbox Omno durchspielen. Wahrscheinlich werde ich es spielen, ja. Obwohl ich glaube, dass ich. Also es wird mir nicht so leicht fallen wie das letzte Spiel, glaube ich. Weil das letzte Spiel war... Lake. Ja, das war ja nicht von zum letzter Nachdenken. Woche. Ja. Das war Briefe austragen ohne Rätsel. Ohne Rätsel, ohne schwierige Steuerung, ohne irgendwas. Was ist was passiert? Da, da! Was, was? Hier, ich habe den gerade... Hab gerade Kommentare auf YouTube gelesen, was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist passiert? Den da, dieses Ding, diese Plattform habe ich hier gerade freigeschaltet. Ah.
Trag mich hoch. Boom. Jetzt schnell hin. Zack, du bist zu langsam. Jetzt rutscht sie wieder runter. Zeitdruck, das mag Britti auch überhaupt nicht. Mann, hör doch mal auf. Und zack, leider zu spät. Also, wieso ist das manchmal so in Slow Motion und manchmal nicht? Dieses Aktivieren, warum ist das manchmal so episch und manchmal nicht so episch? Wo ist der Dash? RB? Yes, und nochmal. Yes. Yay. Apfelschwanz. Hi, mein Freund. Wie geht's? Hallo. Kann ich dich irgendwie aktivieren? Nein. Ja. Setz dich hin. Macht's dir gemütlich, mein Freund. Klapp's. Ah, chillig. Okay. Wo ist das Tor? Wir haben noch drei Lichter gesammelt. Wo ist das Stargate zum Ausgang? Musst du nicht das noch... das trotzdem nicht noch aktivieren, wo wir eben schon mal waren? Yoga-Jugo. Yoga-Jugo. Jetzt kommt's. Ich denke, ich werde jetzt hier das Rätsel lösen. Ich bin gespannt. Eins, zwei, drei. Ich hab's gesehen. Dann dahin. Und die letzten beiden sind noch offen. Was? So. 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 Wo war der dritte? War der nicht daneben einfach? Ich hab's doch vergessen. War es der gegenüber oder war es der hier? Der hier, ne? Nein. Ich glaube der, ja. 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 Ah, und jetzt? Neue Reihenfolge? Nee. Licht mitnehmen? Licht mitnehmen. Ja, hä? Und jetzt? Da, rechts ist eins. Da, geradeaus. Ah. Hier sind zwei, hier sind drei. Oh, welchen? Oi, oi, oi. Tor Nummer eins oder Tor Nummer zwei oder Tor ist es Nummer Tor Nummer drei? Wählen Sie jetzt, aber wählen Sie weise. Mitte. Immer die goldene Mitte. Die Lichtmitte. Okay. 100% oder es gibt ein neues. Okay, los. Oh. Unten. Oben rechts. Ja, das ist links gewesen. Ja, das war jetzt links. Los. Jetzt. Oben rechts. Da links, also da geradeaus, da rüber so. Das? Ja, oder? Oder, ich weiß nicht. Ja, jetzt da schräg gegenüber. Jetzt da, genau da. Und dann nach oben. Oh mein Gott, jawoll. Juhu! Der dritte Stein. Man denkt immer, man hat das Level gepackt, aber dann kommt hier nochmal was Quallen. Mit Superquallen. Jetzt geht's weiter. Achso, und die Quallen sind wieder diese Animation, die uns in die nächste Welt rüberbringen. Jawohl, das war's mit Omnu. Geschafft. Omno. Genau, Omno. Das war's mit Omno. Und wow. Was ist das hier? Jetzt reiten wir noch mit der Quelle noch rüber eben. Quelle oder Qualle, wie man auch sagt, in dem meeresbiologischen Sinne, ja. Rauf auf die Qualle. Medjool. Wow. Schau es dir an. Schön. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß im Stream und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier auf Twitch mit einem neuen Game Pass Spiel und vor allen Dingen eine... Nee, das war's. Mit einem neuen Game Pass Spiel. Mit einer neuen Weiß. Neuen Freundin. Freundin. jede Woche eine neue Freundin und ein neues Game Pass Spiel. Das ist mein Konzept hier auf Twitch. Ich hoffe, ihr feiert das. Nein, und dann, tun wir nicht. Schon ein epischer Abschluss. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, herrlich. Oh, ich muss gleich weinen. So schön ist das.